Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Heute besprechen wir die überaus interessante Frage, ob Vader seinen Fall zur dunklen Seite eigentlich bereut hat. Anakin Skywalker wurde zu einem der furchterregendsten und unbarmherzigsten Sith-Lords, die die Star Wars-Galaxis je gesehen hatte, nachdem er zur dunklen Seite übergetreten war. Aber diese Zeit seines Lebens ist von einem tiefen Bedauern geprägt. Anakins Verrat an den Jedi war keine Fehlentscheidung, sondern eine hochmotivierte Entscheidung, die ihn für den Rest seines Lebens verfolgen sollte. Letztendlich wird er von seinem Sohn Luke erlöst, denn tief im Inneren wollte Darth Vader nie der Sith Lord sein, zu dem er geworden war. Er glaubte, keine Wahl zu haben und fügte sich in sein Schicksal ein. Als Jedi war Anakin als einer der edelsten und heldenhaftesten von allen gepriesen worden. Als er ein Sith wurde, brachte er das gleiche Element der Intensität in seine neue Position als Vollstrecker des Imperators ein. Dies geschah nicht unbedingt, weil er an das glaubte, wofür der Imperator stand, sondern einfach, weil er nichts anderes hatte, woran er sich festhalten konnte. Obwohl er es bereute, ein Sith geworden zu sein, wurde Vader der beste Sith-Lord, den die Galaxis je gesehen hatte, jedenfalls in meiner Meinung. Anakins Leben war praktisch ruiniert, als er zum Sith-Lord wurde und alles, was er jemals geliebt hatte, völlig zerstört worden. Nachdem er zu Vader geworden war, hatte Anakin nichts mehr, zu dem er zurückkehren konnte, also kehrte er seinem alten Leben nur noch mehr den Rücken zu. Nicht nur, dass sein Leben zerstört wurde, er war auch derjenige, der es selbst zerstört hatte. Bewaffnet mit dem Wissen, dass er alleine für die Entscheidung, die zu seinem neuen Leben geführt haben, verantwortlich ist, obwohl Palpatine ihn auf die dunkle Seite gelockt hat, wird Vader von Wut und Selbsthass zerfressen. Nach seinem Duell auf Mustafar nahmen diese Fehler einen physischen Ausdruck an. Er würde nie wieder in der Lage sein, selbst zu atmen und seine Bewegungen würden für immer durch den sperrigen Anzug und die kybernetischen Gliedmassen eingeschränkt sein. Es gab keinen drinnen vor der Erinnerung an sein schlimmstes Versagen und so ließen Vaders Wut und sein Bedauern nie nach. Vaders Hass verlieh ihm Macht, hielt ihn aber auch davon ab, sich seinen Erfolgen und Auszeichnungen zu erfreuen. Nichts war jemals genug für Vader, denn nichts konnte die Dinge ersetzen, die er verloren hatte. Sein Bedauern über die Ereignisse, die zu seinem Fall auf die dunkle Seite führten, würden ihn für immer verfolgen. Padme war das Wichtigste für Anakin und als er glaubte, ihr Leben sei in Gefahr, gab er sich ganz und gar der dunklen Seite hin, um sie vor den Tod zu retten. Das Erste, was er tut, nachdem er in seinem neuen Leben zu Erhaltungsanzug aufgewacht ist sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Die Antwort von Darth Sidious, dass sie gestorben sei, ist der Auslöser für Vaders ersten Wutausbruch. Obwohl Vader seine verlorene Frau in der Originaltrilogie nicht erwähnt, ist sie in den Teilen seiner Geschichte, die in anderen Medien erzählt worden ist, sehr präsent. In den Videospielen und seiner Comicreihe wird Vader ständig von Erwähnungen und Erinnerungen an Padme heimgesucht und er versucht sogar mehrmals, sie wieder zu erwecken. Anakins Fall dreht sich um Sidious Versprechen, dass es einen Weg gebe, den Tod zu überlisten und so ist es nur logisch, dass er diese Idee auch nach ihrem Tod weiterverfolgt. Die Loyalität, die Anakin Palpatine entgegenbrachte, geschah nicht aus echter Verbundenheit und er hatte bereits vor, ihn auf Mustafar zu stürzen. Als er erkannte, dass Padme trotz seiner Bemühungen ums Leben gekommen war, steigerte sich Vaders Hass auf Palpatine ins Unermessliche. Zu dem Zeitpunkt, als seine Verwandlung in Darth Vader vollendet ist und es kein Zurück mehr gibt, ist Vader bereits mit dem Wissen konfrontiert, dass Palpatine ihn belogen hat, als es darum ging, die Macht zu erlangen, um Padmes Leben zu retten und dass er die gesamten Klonkriege inszeniert hat. Anakins Karriere als Jedi-Ritter dreht sich um die Klonkriege. Seine Rolle ermöglicht es ihm, sich nicht nur innerhalb des Jedi-Ordens, sondern in der gesamten Galaxis einen Namen zu machen. Die Klonkriege halfen ihm, sich zu beweisen und der Held zu werden, der er immer sein wollte. Doch sie konfrontierten ihn auch mit allerlei Tragödie und Opfern. Die Erkenntnis, dass alles umsonst war, war ein verheerender Moment für Darth Vader, der seinen Hass auf seinen neuen Meister entfachte, der ihn jahrzehntelang die Galaxis terrorisieren ließ. Aber was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Glaubt ihr dasselbe wie ich, also würdet ihr das auch so analysieren oder habt ihr da vielleicht einen anderen Gedanken dazu, ob Vader es bereut, ein Sith geworden zu sein? Lasst mich das super gerne in die Kommentare wissen, ich freue mich schon sehr, es zu lesen. Ansonsten bedanke ich mich, wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, das hilft mir enorm und macht mich auch sehr glücklich. Vielen herzlichen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.